Ich prophezeie zwei Welten, unsere und die andere. Und die andere wird, da war Corona ein Testlauf. Die einzige wesentliche Frage, die sich jetzt im Moment dieser Ruhe oder Freiheit, wie du es nennst, wirklich stellt. Verpennen sie es wieder, gehen auf Urlaub, machen Party bis zum nächsten Lockdown, der wird kommen, versprochen, oder nutzen sie die Zeit? Hey, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Pfannfrieden. Mein Name ist Felix Pfannfrieden, mein Gast heute Bruno Württemberger. Bruno Württemberger ist Bewusstseinsforscher, Gründer von Free Spirit TV, vom Free Spirit Kinderhilfswerk und leistet schon seit über 30 Jahren eine hervorragende Bewusstseinsarbeit. Also es ist immer wieder eine Freude, mit Bruno zu reden. Und jetzt hat Bruno mit Aline das neue Programm Create Your Future aufgezeichnet. Werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Du kannst da auch mal kostenlos reinschnuppern. Die Links sind alle hier unten. Und ich bin begeistert davon, wie Bruno und Aline es schaffen, so strukturiert und gewissenhaft diese Reise des Menschen zu begleiten. Letztendlich vom Mensch, der sich entwickeln will, sie sieht, da ist noch mehr, so von dieser Persönlichkeit raus aus diesen ganzen Programmen, raus aus den Strukturen, raus aus den Gewohnheiten, hin zu dem wahren Wesen, welches wir wirklich sind. Das ist eine große Reise, ein großer Anspruch, aber ihr habt da wirklich einen klaren Leitfaden und geht da ganz Schritt für Schritt vor und habt alle Sachen integriert, wie ihr es so schön nennt, die ihr dann bearbeitet. Also schön, dass du da bist und schön, dass du noch so fleißig bist, Bruno. Ja, danke Felix. Und du, was war das für eine Bemerkung, dass du noch so fleißig bist? ist es schon so weit? Nein, natürlich, du weißt ja, wie das ist, oder? Ich sehe mich selber nicht als fleißig, ich sehe mich selber als verrückt, oder? Weil ich eine Vision habe und gar nicht anders könnte. Also es ist kein Verdienst, sondern es ist schon ein Zwang, ich muss wirken, ich muss tun, ich habe so das Gefühl, es gibt einen Grund, weshalb ich hier bin und vielleicht überschätze ich mich total, aber je länger ich tatsächlich am Bewusstsein forsche, desto eher wird mir wirklich bewusst und nicht nur ich weiß, sondern bewusst, wie wertvoll und einzigartig jeder von uns ist und wie wichtig, wie jeder wirklich gebraucht wird, aber eben so, wie er gedacht ist, so wie er ursprünglich gewesen ist und nicht so, wie wir geworden sind. Und deshalb habe ich natürlich am Bewusstsein und mit meinen Trainings daran gearbeitet, den Menschen wieder dorthin zurück zu begleiten, wo er wieder entdeckt und spürt, wer er wirklich ist. Und ich hoffe, wir kriegen das auch hin, ihm den Mut zu vermitteln, das dann auch tatsächlich zu leben. Ja, weil alle wollen irgendetwas, der eine will glücklich sein, der andere Erfolg, der dritte Geld, der vierte eine Beziehung und so weiter. Du wirst alles bekommen. Das Universum ist sehr großzügig, aber es gibt es nur dir, also dem, was du wirklich bist und nicht dem, was du vorgibst zu sein. Das, was die meisten Menschen jetzt haben, ist das, was dem gebührt, der nicht sich selbst ist, der nicht sich selbst lebt, der so lebt, wie er glaubt, leben zu müssen. So ist, wie er glaubt, sein zu müssen. Also nicht authentisch. Ja? Deshalb ist diese ganze Forschungsreise eigentlich eine Rückreise nach Hause, eine Rückreise zu uns selbst. So wie es die Welt da draußen jetzt auch macht, oder? Vorwärts, vorwärts bis zum Exzess, dann bricht alles zusammen, dann sind wir wieder an der Basis und dann starten wir hoffentlich das Spiel neu und ohne diese ganzen unnötigen Geschichten. Ja, ich habe das deswegen gesagt, weil ich habe irgendwann so, da war ich 18, da war so der Moment, wo ganz viele gereist sind. Und man dachte, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Man musste sofort alles machen. Und dann hat man gedacht, so, wenn ich jetzt nicht eine Weltreise mache und dies mache, weil danach stecke ich ja in meinem festen Struktur, da habe ich meinen Alltag, mein Haus, und dann gehe ich irgendwann in Rente und dann kann ich das alles nicht mehr machen. Und da überkam mich so das Gefühl, dass ich dachte, nee, genau andersrum. Ich mache einfach jetzt ein paar Dinge und die Zukunft wird immer besser und immer freier.
Und wenn ich es jetzt mache, dann, wer sagt, dass ich irgendwie mit 50, 60 nichts mehr Tolles machen kann, dann geht es auch richtig los, weil da habe ich ja darauf hingearbeitet. Und es habe ich so gesagt, es wäre doch viel schöner, wenn man dann eine reifere, ältere Persönlichkeit ist, die viel zu geben hat, viel zu erzählen hat und das dann auch gerne macht. Also da bin ich halt sehr froh, weil man sieht halt viele Sachen. Manche sind halt am Ende so erschöpft und können nicht mehr und haben keinen Drive mehr, keinen Elan mehr. Aber es gibt viele Menschen heutzutage, die sagen, und da bist du einer davon, das finde ich ja so cool, dass die ja sagen, nee, ich bin jetzt zwar schon vielleicht ein bisschen gehobenes Alter, aber ich wage mich trotzdem an neue Projekte und gehe neue Sachen an und nutze die Möglichkeiten. Das Schöne ist ja letztendlich, die Möglichkeiten, die wir haben, auch technologisch und so weiter zu nutzen, zu verbinden mit dem Bewusstsein und dann neue Sachen zu schaffen. Und so kommt ja dieser Online-Kurs, den ihr jetzt neu gemacht habt, nochmal zustande, ne? Ja, absolut. Ich meine, ich hab das ähnlich gemacht, aber ich bin natürlich in meinem Leben auch viel gereist. Ich habe ja auch auf einer Yacht gearbeitet und bin so in der Karibik umhergetuckert, habe das Leben genossen und halt das gemacht, was man im jungen Alter eigentlich so macht, aber immer auf der Suche. Es war für mich nie reines Vergnügen, sondern es war immer eine Forschungsreise, weil ich ja, wie du auch, dieses grundsätzliche Interesse am Leben und wie das funktioniert und was da los ist und mit dem Bewusstsein und Spiritualität schon als Kind mitgebracht habe. Das heißt, es hat mich immer begleitet. Für mich ist das gesamte Leben, inklusive Freizeit, eine Studie. Und eines habe ich wirklich beobachtet. Wahre spirituelle Entwicklung oder Bewusstseinsforscher haben etwas gemeinsam. Sie denken langfristig im Gegensatz zu den anderen. Sie denken kurzfristig. Also dieses kurze, schnelle Befriedigen der eigenen Wünsche führt langfristig zu Unzufriedenheit. Im Gegensatz dazu dieses große Denken, sage ich mal, universelle Denken, so quasi. Es geht ja jetzt hier nicht nur um dieses eine Leben. Es geht um unsere Existenz insgesamt. Und wir leben so ewig verdammt lange, weil wir gar nicht sterblich sind, dass ich noch reisen werde ohne Ende, aber ohne Wissen, ohne Entwicklung, ohne Bewusstseinsentfaltung wirst du einfach nicht an die wirklich geilen Orte reisen können, ja, weil es im Universum auf Resonanz basiert, also es geht um Schwingung, um Frequenzen, um Energien. Das heißt, ich habe immer gesagt, früher zu meinen Studenten habe ich gesagt, lieber jetzt ein paar Jährchen, 70, 80 Jahre vielleicht mal auf einem Nagelbrett sitzen und dafür den Rest der Ewigkeit auf einem bequemen Sofa und nicht umgekehrt. Und die meisten bevorzugen jetzt die Bequemlichkeit die ist schnell vorbei, versprochen. Und dann, wenn es richtig losgeht, sind sie fertig. Dann wird es unbequem. Und dann bleibt es ziemlich lange unbequem, weil wir können in geistigen Gefilden die Dinge nicht nachholen, für die wir hierher gekommen sind, in die Materie. Das muss man wissen. Das ist ein großes Geschenk. Hier können wir ganz komprimiert so viel lernen und uns so gut entfalten, dass wir nachher Quantensprünge machen können. Es ist, ja, wie soll ich das sagen? Die Materie ist nicht die Hölle oder die Gefahr oder das Problem. Es ist das Tor. Ja? Es hindert uns nicht vom Geistigen, im besten Falle, sondern es ist das Tor in die wahrhaftige Essenz des Lebens an und für sich. Und die ist es, die meine Sehnsucht antreibt. Ich habe mal ein bisschen davon geschnuppert, bei meinem Nahtoderlebnis und in anderen Augenblicken in meinem Leben. Und ich bin süchtig geworden. Ich will mehr davon. Ich weiß, da ist verdammt viel mehr. Ich muss dahin. Das ist wow. Und dieses Gefühl treibt mich an, den Menschen zu sagen, ihr könnt das auch haben. Und ich hoffe, man spürt bei mir, dass ich dieses Gefühl wirklich kenne und ausstrahle und hoffe, dass ich alle anstecke und infiziere. Schlimmer noch als jede andere Krankheit will ich sein für die Menschheit. Ja.
Ich will Ihnen den Geschmack der Ewigkeit vermitteln und die Schönheit des Lebens an und für sich. Und da lohnt es sich einfach nicht, sich auf ein Leben so zu fixieren, nur um zu überleben, dass man die ganze Chance, die sich in der Materie bietet, einfach vergibt, weil dann kommst du einfach wieder und wieder und wieder. Und ich weiß nicht, wie oft wir schon hier waren, aber ich glaube, es ist langsam genug. Ja. Also, ja, schön, schöne Begeisterung, schöne Worte, dank dir. Jetzt haben wir ein ziemliches freies Zeitfenster. Also würde ich sagen, es fühlt sich auf jeden Fall so an, als hätte sich viel gelichtet. Das, was wir haben mal miteinander gesprochen, da waren wir noch in deutlich düsteren Zeiten unterwegs, durfte man gar nicht raus und so weiter. Jetzt fühlt es sich hier, also ich bin jetzt auch auf dem Dorf und so, ich kriege nicht viel mit von dem, was in der großen Welt passiert. Fühlt Ja. sich sehr, sehr wohl an. Was würdest du sagen, was ist jetzt wichtig, was können wir jetzt idealerweise tun, um halt auch diese Zustände, von denen du gerade gesprochen hast, die zu erreichen? Ja, Also jetzt, wir haben halt nicht so viel Druck Felix, von außen gerade das und ist die Frage, oder? Das ist die einzige wesentliche Frage, die sich jetzt im Moment dieser Ruhe oder Freiheit, wie du es nennst, wirklich stellt. Verpennen Sie es wieder? Gehen auf Urlaub, machen Party bis zum nächsten Lockdown. Der wird kommen, versprochen. Oder nutzen Sie die Zeit. Ja? Und das ist, was ich jetzt jedem rate. Jetzt, wo es ruhiger ist, jetzt, wo du wieder freier bist, nutze die Zeit, klar Schiff zu machen in deinem Leben. Guck mal genau hin. Arbeitest du, was du liebst? Lebst du mit dem zusammen, den du liebst? Lebst du dort, wo es dir gefällt? Bist du glücklich in deiner Wohnung? Ist alles geklärt mit deiner Familie? Gibt es da noch Geheimnisse, Übergriffe, Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, die jetzt geklärt werden sollten? Denn ich sage euch nur eins, es wird alles zum Vorschein kommen. Und es ist verdammt unangenehm, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, wenn die Wahrheit über mich durch andere zum Vorschein kommt. Immer noch besser als gar nicht, aber hart. Ja, weil Schamgefühle sind ziemlich heftig. Besser, wir machen selber Klarschiff jetzt, weil wir sind unterwegs auf den Ozean des Lebens. Und wenn wir da mit einer Baracke herkommen, mit einem Schiff, das Löcher hat im Bug, dann segeln wir nicht weit, selbst im Leben nicht. Und jetzt gilt es, sich vorzubereiten auf das wahre Leben. Und wir sehen es ja auch bei den Menschen, die schon länger vorbereiten sich auf jeder Ebene, materiell, spirituell, bewusstseinsmäßig, alles, die kriegen eben nicht so viel mit vom Ganzen. Ja? Wenn ich einmal für 5 Minuten eine Maske getragen habe, in der ganzen Zeit ist es viel. Keinen Test, keinen Nix. Es ist gar nicht an mich herangetragen worden. Natürlich, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, auch wir sind unter Druck, auch uns wollte man das aufzwingen. Aber wir haben gesagt, ich muss ja nicht hier einkaufen, ich muss ja nicht hier essen, ich muss ja nicht mit den Menschen zusammen sein. Und es war eine wundervolle Gelegenheit zu klären, was in unserem Leben überflüssig geworden ist. Ja. Also, du bist dir auf jeden Fall klar darüber, wie wichtig jetzt die Zeit ist. Und man sieht es auch, das ist so, also ich sag mal, worüber ich überrascht bin und sag mal dann gerne, worüber du überrascht bist. Du bist ja schon deutlich länger dabei und beschäftigst dich ja noch länger mit dem Bewusstsein, fast so lange, wie ich lebe. Bin einfach länger schon überrascht. war schon länger. Also, ich finde es einfach wahnsinnig, wie schnell das, also wir haben jetzt echt 3 Jahre gehabt, wo die enorm heftig waren. Dann waren die vorbei, also die Restriktionen, die Einschränkungen waren vorbei. Und der Mensch, was ich so beobachte, konnte direkt umschalten. Und direkt, ah, es wird alles normal, zack. Wie Standard, wie vorher. Also das, Ja. dieses Neue, dass man sagt, so, es wird nicht mehr so werden, wie es war. Aber jetzt gefühlt in dieser Zeit jetzt, ist es einfach so, dass ganz viele das einfach ausgeblendet haben. Als wäre es gar nicht passiert. Einfach Genau, so sie haben nicht gelöscht. umgeschaltet, sie haben Nicht wieder den einfach. alten Channel eingeschalten, Und ja. obwohl, das ist ja das Krasse, obwohl so viele Sachen rückwirkend rausgekommen sind, die Fehlentscheidungen waren, die ja sehr wehtaten in dem Moment, wieder völlig egal. Einfach so, Ja. okay, machen wir weiter. Ja. Also, ich finde das enorm. Ich hätte das gar nicht gedacht.
nicht erwartet. Ich hätte gedacht, da wäre noch der Drang ein bisschen an Aufarbeitung oder so weiter höher. Wie schätzt du das ein? Wie siehst du das? Ja, ich habe es auch gehofft, dass es hilft. Aber es scheint so, als wäre der Mehrheit den Menschen nichts wichtiger, als nichts verändern zu müssen. Irgendwie haben sie Angst vor Veränderung. Weil Veränderung, wenn man sie selbst bewirkt, beinhaltet natürlich immer auch die Verantwortung. Und davor scheuen sich die meisten Menschen, weil sie glauben, wenn sie verantwortlich sind, dann seien sie schuldig. Ja? Weil wir haben das so gelernt, wir sind so dressiert worden. Dabei wissen wir alle theoretisch, dass es keine Schuld gibt, aber es gibt sie eben doch, weil man kann sie fühlen. Aber man macht sie selber, man müsste sie nicht machen, ist gemeint, wenn wir sagen, es gibt keine Schuld. Man müsste sie nicht machen. Wann? Eben dann, wenn man sich für die Eigenverantwortung entscheidet. Und da hapert es, das sehen wir im Außen. Also findet es auch im Innen statt. Das heißt, die größte Arbeit, die ich an mir selbst seit immer vollbringe, ist immer noch mehr die Verantwortung für alles zu übernehmen, was ich erlebe, was ich sehe, was ich fühle, was ich denke und was ich erschaffe. Letztendlich. Ich bin es. Nicht, dass ich glaube, also ich bin noch nicht größenwahnsinnig. Ich war schon nah dran, ich gebe es zu, aber wenn man die ersten Dinge so entdeckt, dann flippt man wirklich ein bisschen aus und denkt, oh, wow, so geil, ich bin der Größte und so weiter. Es ist mehr die demütige Ehrfurcht vor der gewaltigen Größe, die in uns allen angelegt ist. Grenzenlos. Unsterblich, ewig und so mächtig, dass es wirklich wichtig ist, sich zu entwickeln, bevor man an diese mächtigen Kräfte in sich kommt. Deshalb ist das so gut eingerichtet, oder? Es gibt so eine Geschichte, wo sich die Götter getroffen haben und beraten haben, wo sie die mächtigste Kraft der Welt wohl verstecken müssen, damit die Bösen sie nicht finden. Die Liebe, oder? Dann hat der eine Buddha gesagt, kein Problem, wir bringen es auf den höchsten Berg in Himalaya und verbuddeln es dort unter dem größten Baum. Da findet sicher keiner. Gräbt ja keiner unter dem Baum. Und dann war aber noch so ein Typ da, ein Franzose, Gusto, der Forscher, Meeresbiologe, der hat gesagt, nein, wir machen das viel besser. Wir gehen an den tiefsten Punkt des Ozeans. Und dort vergraben wir es, da kommt sicher keiner hin. Und daneben war noch einer, du kannst ihn dir selber aussuchen. Und der hat gesagt, wisst ihr was? Wir vergraben die Liebe im Herzen des Menschen selbst, denn bei sich sucht er erst zuletzt. Sucht er erst, wenn er weise geworden ist. Und wenn er es dann findet, wird er es nicht missbrauchen. Ja? Und das ist es, was ich beobachte. So Schlimmes und Schmerzhaftes manchmal ist für die Menschen, für mich, für andere sowieso. Das braucht es als Vorbereitung für das ganz Große. Ich möchte sagen, je schlimmer etwas ist, was jemand erlebt, desto näher ist er an dieser größten Kraft. Ja, weil da muss noch jede Ecke und jede Kante abgeschliffen werden, bevor man Zugriff hat. Ja, das ist ein Upgrade. Und wenn viele jetzt glauben, ja, wir transformieren sowieso und die ganze Welt macht das von alleine, ob wir blöd sind oder nicht. Nein, 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 nein. Das gehört genau zum Plan. Ja, bleib du ruhig, friss Popcorn und schau zu. Eben nicht. Steh auf, geh in Handlung. Und wenn es sein muss, iss gar nichts, aber starte, stehe auf, melde dich, zeige dich, mach den anderen klar, dass du da bist als Stellvertreter Gottes, als Stellvertreter der Urkraft des Universums. Bist du da und ob deine Nase jetzt krumm oder gerade ist, interessiert kein Schwein. Du bist jetzt da, dann zeig dich. Ja? Wenn alle, die da sind, sich zeigen würden,
wäre das Ganze schon längstens transformiert. Aber wir haben so Angst, dass wir durchschaut werden, dass wir angegriffen werden, dass man unsere Schwächen sieht, unsere Fehler aufdeckt und so weiter. Ich kann nur eins sagen, scheiß drauf. Ja, ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, das kann man gar nicht mehr zählen. Und es wurden schon so viele aufgedeckt, einige öffentlich noch nicht, andere schon. Es ist grausam, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil wir wollen ja vor die Essenz des Lebens treten. Glaubt da wirklich ernsthaft jemand, dass man da was verbergen kann? Nein, aber wir wissen es. Und solange wir wissen, dass wir etwas zu verbergen haben, gehen wir nicht hin. Denn sie ist schon da. Alle suchen Gott, du musst nicht suchen, er ist da. Du gehst ihm aus dem Weg, solange du mit dir nicht im Reinen bist. Und deshalb ist Bewusstseinsentwicklung eine ernsthafte Angelegenheit und deshalb strukturieren wir sie auch relativ klar in unserem Create the Future Training und auch in unseren Free Spirit Kursen sonst. Weil das ist ein Konzept, welches wir entwickelt haben, das für jeden Menschen individuell anwendbar ist und ihn genau dorthin führt, an die Punkte, die bei ihm noch zu erlösen sind und nicht bei anderen. Es ist nicht so ein 0815-Ding, wo man einfach eine Regel aufstellt. Das hat sich über 40 Jahre entwickelt und irgendwann zu einem Konzept von selbst geformt. Ich habe noch nie behauptet, das ist mein Training. Ich habe es immer gewusst. Es ist mir gegeben worden, so in der Form. Und ich staune selber. Wir haben so viele Übungen und so viele Texte in den Kursen, wie das aufeinander aufbaut. Dazu wäre ich gar nicht fähig gewesen. Ja? Ich kann mich ja nicht mal erinnern, was gestern war. Ja? Und ich habe das innerhalb von wenigen Wochen im Dauerschreiben einfach hingeklatscht. Und zwar da. Ja? Und dann habe ich gewusst, Bruno, bleib vernünftig, bleib dankbar und demütig und glücklich. Erkenne deine Qualität. Du hast es ja ermöglicht, gechannelt quasi, aber bilde dir nichts drauf ein. Hätte ich es nicht getan, hätte es ein anderer getan. Denn das, wofür die Zeit bereit ist, sickert überall immer wieder mal da und dort durch. Das kann sich, eine Vision kann sich nicht von einem Menschen abhängig machen. Ja? Deshalb sehen wir ja auch, dass viele, die plötzlich ihre Vision finden, genau das Gleiche meinen wie wir. Weil es gibt nur eine Vision, aber jeder empfängt sie auf seine Art und trägt seinen Teil dazu bei. Und meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, jedem Menschen wieder zu seiner Vision zurückzubegleiten, so dass er alle Möglichkeiten, alle Tools hat, sie zu verwirklichen. Bist du glücklich, sind wir glücklich. Bist du erfolgreich, sind wir erfolgreich. Ja? Wir erreichen nicht alle. Ich habe zu lange Haare für viele, andere haben zu kurze Haare für andere. Du hast einen Bart, ich nicht. Ich hätte gerne, du kannst nicht ohne. Aber die Leute reagieren nicht gleich auf uns alle. Aber wenn wir eine Gemeinschaft sind und alle erreichen wollen, müssen wir divers sein. Ja, zwar nicht mit der Regenbogenflagge, sondern mit einem strahlenden Herzen. Ja, das ist der Unterschied. Und da ist nicht alles nur schön. Ja, es gibt Menschen, die stehen nicht auf schön. Es gibt Menschen, die stehen auf Herausforderungen, auf Abenteuer, auf Menschen, die genau wissen, was sie wollen. Und andere haben lieber sanfte, die viel Raum schaffen und jedem sagen, mach wie du willst, alles ist gut, wie es ist und so weiter. Ich persönlich habe mich einfach für den schnellsten Weg entschieden, weil ich erstens schon älter bin und zweitens das Gefühl habe, ich bin schon sehr lange am Suchen und unterwegs. Und eben, ich habe geschnuppert an der Freude, an der Schönheit, an dieser Liebe, an dieser Essenz des Lebens. Und wer die kennt, das ist wie ein guter Witz. Wer einen wirklich guten Witz kennt, der will, muss ihn jemandem erzählen. Weil zusammenlachen viel schöner ist als alleine. Ja,
Ja, es ist schön, da, wie du es auch gesagt hast, dass es unterschiedlich ist, ne? Und da habe ich auch mal gedacht, manche mögen auch gerne streng Ja. und ich ganz klar und auch hart und auf den Punkt und direkt. Also das ist so, das kann man sich häufig gar nicht vorstellen. Man denkt häufig so, alle wollen das so wie ich, ne? Aber die Menschen sind so unterschiedlich, dass auch wenn man so denkt, braucht es mich denn eigentlich jetzt noch? Das ist ja ein Gedankengang, den man am Anfang gerne hat. Braucht es mich denn noch? Ich denke mir immer, es braucht jeden, weil was wir jetzt brauchen, ist wirklich die intensive Arbeit mit den Menschen, an uns. Und das habe ich letztens noch so schön gedacht, dass jetzt die Möglichkeit ist, dass wir wirklich das Beste nehmen von den ganzen Technologien und dann von dem Bewusstsein und dann die Verbindung schaffen. Wir können ja, ich meine, du bist in der Schweiz, ich bin hier im Münsterland. Wir können jetzt hier gemeinsam reden, ein Feld aufmachen. So viele Menschen können das sehen. Das ist so schön. Und das gilt es, so würde ich das jetzt sehen, wirklich zu duplizieren. Und einfach diese Verbindung so aufzubauen. Und du hast vorher angesprochen, jetzt kommt raus, zeigt euch. Oder ihr könnt euch nicht verstecken. Was mir da besonders geholfen hat, ist der Gedanke, dass für die wesentlichen Wesen hier, das ist auch mit Wesen angesprochen, das gehen wir später noch drauf ein, ist eh alles offensichtlich. Das heißt, wir Menschen können uns verbergen voneinander, aber alles drüber uns, in der feinstofflichen Welt, sieht ja eh alles. Und wenn wir nachher aus diesem Leben rausgehen, dann sind wir ja auch wieder nackt. Dann ist auch wieder alles sichtbar. Und dann sehen wir ja selber unsere eigenen Fehler. Also im Grunde ist die Idee, dass wir uns verstecken können, ja eigentlich eine Lüge. Wir können uns ja gar nicht verstecken. Nur temporär vielleicht, aber letzten Endes ist ja alles offensichtlich. Ja, und ich will es noch ein bisschen enger machen für alle anderen, die jetzt glauben, nur die geistigen Wesen können das sehen. Es gibt ganz viele Menschen, die auch unter uns sind, die den Durchblick haben. Und nach unseren Kursen zum Beispiel hat jeder den Durchblick. Den, der begriffen hat, was Free Spirit meint, macht, der wirklich Freude an der Konfrontation hat und am Eintauchen und am wirklichen Transformieren. Der wird wieder klare Sicht haben, oder? Das ist klar. Klare Sicht nach innen, klare Sicht nach außen. Ja? Was sich auf dem Weg nach innen entwickelt, ist eben diese Wertschätzung und diese Liebe und dieses Verständnis, dieses Mitgefühl, welches dann, wenn man nach außen auch klar schauen kann, eben Gott sei Dank da ist. Ja? Man hat mit jedem Mitgefühl, ob man will oder nicht, ob ein Arsch ist oder nicht. Ist nebensächlich. Und es gibt viele, die dich jetzt schon durchschauen, aber nichts sagen. Ja? Du kannst es aber spüren. Jene, die dich durchschauen, sind in der Regel nicht jene, die dich beruhigen. Jene, die dich beruhigen, möchten dich einschläfern, weil sie Angst haben, was du bei ihnen finden könntest. Ja, geh also lieber zu Leuten, die ein bisschen Furore machen, als bei den anderen, auch wenn das andere still und weise und guruhaft erscheinen mag. Der Schein trügt. Ja. Geh dorthin, wo es dir unangenehm ist, weil du Angst hast, weil dort hinter dieser Angst versteckt sich das, was du wirklich bist. Und wenn da einer ist, der dir davor Angst machen kann, dann ist es auch der dir dabei helfen kann, diese Angst zu überwinden. Ja? Weil wer sie selbst überwunden hat, fürchtet sich nicht vor den Ängsten anderer, vor der Wut anderer. Wenn du einen wirklich echten spirituellen Lehrer hast, dann kommt der Moment, an dem du auf ihn sauer werden wirst. Und dort kehren sich die meisten wieder ab. Weil es wird sortiert. Je näher wir dem Feuer kommen, desto heißer wird es. Und wenn wir nicht hitzegeprüft sind, macht es keinen Sinn, ins Feuer zu gehen. Das wäre Leichtsinn. Und wer zu leichtsinnig daherkommt, wird einfach wieder ins Leben zurückgeschickt, bis er nicht mehr so leichtsinnig ist. Dann kommt er wieder. Und er wird auch nicht abgelehnt. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir wissen, es geht nicht darum, dass wir gut sind, sondern dass wir bereit sind. Ja. Ich kämpfe ein Leben lang schon darum, gut genug zu sein für den lieben Gott und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich bin wirklich gut genug. Aber die Frage, bin ich bereit, kann ich mit einem klaren Ja beantworten.
Ich bin bereit, mich hinzugeben. Das ist in meinen Augen die Lehre Jesu gewesen. Die Hingabe, die Liebe, klar, aber auch die Gerechtigkeit. Ja? Wenn man die Gerechtigkeit nicht fürchten kann, dann kann man sich der Liebe hingeben. Ja? Und ich eben. Mein Leben war schon so oft so peinlich, dass es schlimmer gar nicht werden könnte. Und es tut mir wirklich alles, was ich zumindest weiß, zutiefst leid, womit ich irgendjemanden auf irgendeine Art und Weise, egal ob bewusst oder unbewusst, jemals verletzt habe. Es war nicht meine Absicht. Ich war nicht bei mir. Es entspricht nicht meinem Wesen, nicht dem, was ich bin und deinem auch nicht. Und das wieder aufzuklären. Das ist Befreiung, das ist Transformation in die fünfte Dimension. Ansonsten, wenn wir warten, bis es da draußen geschieht, warten wir mal ab. Ich prophezeie zwei Welten, unsere und die andere. Und die andere wird, noch, da war Corona ein Testlauf, ja? Ein kleiner Intelligenztest, um zu sehen, wie dumm sind die Menschen wirklich. Selbst die Kabale waren überrascht, dass wir noch dümmer sind, als sie uns eh schon für dumm halten. Und jetzt lassen Sie uns kurz durchatmen. Das ist reine Psychologie. Ja, Zuckerbrot und Peitsche. Raum geben, wieder einschränken, Raum geben, wieder einschränken. Was man dabei oft nicht merkt, ist, dass der Raum, den man uns immer wieder gibt, immer kleiner wird. Schritt für Schritt. Der Frosch wird langsam gekocht. Ja. Das passiert aber nur jenen, die das kochende Wasser fürchten. Die anderen schauen hin, gehen hin, halten Finger rein, sagen nein, danke und gehen eine andere Richtung entlang. Ja? Aber wer natürlich das bequeme, warme Bad bevorzugt, der bevorzugt letztlich auch ein schönes Gefängnis. Ja? Und wenn dann einer kommt und sagt, wir streichen die Gitterstäbe neu, goldig, und machen einen Buddha an die Wand, dann sind die schon glücklich. Ja, dann können sie ja weiter in ihrem Frieden ungestört sein. Aber die Frage ist, wachsen sie dann? Nein. Und das ist gegen das Prinzip des Universums, welches ständig im Fluss und im Wachstum ist. Wenn wir aufhören, uns in diesem Strom des Werdens zu bewegen, werden wir vergehen, weil es nicht entspricht. Deshalb tut das Universum alles, uns ins Tun zu bringen, in die Bewegung, in Motion, Emotion, Emotionen, Gefühle, das bringt uns in Bewegung. Emotionen sind nicht in derselben hohen Schwingung wie Gefühle, aber sie sind sehr gut dazu geeignet, die Menschen aufzuwecken, zu rütteln, durcheinander zu bringen, wütend zu machen, in die Depression zu bringen und so weiter, weil dann müssen Sie was tun oder Sie krepieren? Es muss ja nicht so sein. Das ist nur für die, die nicht wollen. Für die, die wollen, ist es viel einfacher. Ja? Du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, viele, aber einen, auf den ich jetzt gerne darauf eingehen möchte. Du hast über die Hingabe gesprochen und gesagt, ich bin bereit. Und das ist ja eine klare Entscheidung. Das ist ja eine Entscheidung, die wir einfach treffen können. Hast du einen besonderen Auslöser, diese Entscheidung zu treffen? Wie war der Moment, dass du gesagt hast, boah, jetzt bin ich bereit, jetzt lasse ich das einfach hinter mir? Was da auch hintersteckt, ist ja, machst einen Unterschied zwischen Persönlichkeit und Wesen. Und wir haben unsere Persönlichkeit und die Persönlichkeit hat viele Programme, hat viele Gewohnheiten, ist hier so, du sagst auch so ein bisschen in diesem Opferbewusstsein drin. Das heißt, wir sind stark abhängig von dem, was um uns herum geschieht. Und das zu lösen, die Hingabe dann zu sagen, okay, ich identifiziere mich jetzt nicht damit, ich gehe rein in den Wesenskern, in mich selber, ich bin bereit, alles abzulegen und auch sichtbar zu sein, auch verletzlich zu sein. War das bei dir ein starker Moment? War das wirklich eine bewusste, klare Entscheidung, die dann einfach so stark war, dass die auch die Jahre danach noch so, dass du es immer noch zurückrufen konntest und immer wieder dauerhaft? Also die Entscheidung war für einen Moment und zählt, so sage ich mal, die war einfach ganz klar. Ja, da muss ich sagen, nein, es ist gewachsen. Die Sehnsucht hatte ich schon, seit ich denken kann.
Ich wollte schon immer Gott finden, weil das war das größte Mysterium. Und wer will seinen Vater nicht kennenlernen oder den größten Architekten, den es überhaupt gibt, der sowas wie eine Schöpfung? Also das ist ja der Hammer, oder? Mit diesem Durchblick, das wollte ich schon immer kennenlernen. Aber Hingabe braucht sehr viel Mut. Und den Mut hatte ich nicht von Anfang an. Ich hatte Angst vor der Welt. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen, was passieren würde, wenn ich wirklich so bin, wie ich bin, oder? Dann kriege ich keinen Lutscher mehr und dann gehöre ich nicht mehr dazu und dann bin ich alleine und dann werde ich ausgelacht. Und dann, abgesehen davon, dass das ja alles trotzdem passiert ist, musste es so oft sein, bis ich immun geworden bin gegen diese Angriffe und Verletzungen. Wenn ich eins gelernt habe, ist es mit Schmerz umgehen. Und jetzt, wo irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich wusste, ich bin bereit, mich jedem Schmerz zu stellen, dann konnte ich mich hingeben. Ist das verständlich irgendwie? Ja, das wie, falls die Geschichte stimmt, wie Jesus sich bewusst ans Kreuz begeben hat. Er hat gewusst, wenn es das braucht, um das andere zu bewirken, dann nehme ich es gerne. Ja, es gibt sehr viele Dinge, die bewusste Menschen für die Unbewussten nehmen, glücklicherweise, weil sie genau sehen, dass die Unbewussten darunter kaputt gehen würden, noch mehr als sie schon sind. Deshalb kann man wirklich glücklich sein, dass bewusste Menschen dich nicht verurteilen. Sie können dich beurteilen, sie können feststellen, wo du stehst. Sie sehen ja auch, wo sie stehen, deshalb dürfen sie das auch. Aber sie würden dich nicht deswegen oder wegen irgendwas verurteilen. Ja? Sie sind bereit, sogar, wenn du sie ablehnst, für dich etwas zu tragen. Der kann zu dir sagen, du bist in meinen. Ein Beispiel, ich habe einen Freund seit meiner Kindheit. Der ist 20 Meter neben mir aufgewachsen. Wir haben uns seit dem Kinderwagen schon gekannt. Und er hat einen komplett anderen Weg gehabt. Er hat eine andere Erziehung gehabt und hat einen anderen Weg eingeschlagen. Mainstream, Drogen, Alkohol, Rocker, Zuhälter, weiß Gott was, Brasilien, Thailand und. Und der war immer der Meinung, was ich mache und was ich sage, ist ein Scheiß. Wir sind trotzdem bis heute noch Freunde, aber er ist immer noch der Meinung, ich ziehe mit meinem Dings, Zeugs da die Leute einfach über den Tisch und seine geile Masche hätte ja funktioniert. Er ist total am Arsch. Sein Leben war ein Schmerzweg. Also eine Katastrophe nach der anderen. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Aber er würde nicht seine Meinung ändern. Er würde nicht fragen, könnte ich was anderes machen? Aber er weiß ganz genau, was alle anderen falsch machen. Ja? Und trotzdem liebe ich ihn. Weil das jenseits von dem ist, was jemand tut. Liebe verbindet uns mit dem, was er ist. Ja? Mein Sein mit deinem Sein. Deshalb, wenn alle wüssten, wie wir wirklich sind, würden uns viele ablehnen, weil sie glauben, wir sind nicht das, was wir sagen. Ja? Aber das lernt man erst, wenn man sein höheres Selbst kennenlernt und bemerkt, dass das, was der Felix tut, oder der Bruno nicht ich ist. Das bin nicht ich, das bist nicht du, der sich hier als Felix präsentiert. Aber ist eine gute Wahl, ja? Sieht gut aus, hat gute Ideen, macht tolle Sachen, so. Aber wenn ich dich jetzt festnageln würde auf dass du das bist, das würde dem, was du wirklich bist, deinem Wesen überhaupt nicht entsprechen, weil das ist so viel größer, so viel schöner, so viel weiter, so viel tiefer, so viel was auch immer. Das ist schon fast gar kein Vergleich. Und da du das spürst, lebst du so, wie du lebst, weil du spürst, es will raus. Es will dich von innen her
explodieren. Ja? Und das ist das Letzte, was wir machen werden. Wir werden explodieren. Das ist eine Supernova. Ja? Wenn unsere Herzen aufbrechen und dieser Funke rauskommt, jetzt ist er ganz klein in der fünften Herzkammer, weiß nicht, ein Millimeter oder zwei. Aber wehe, es toucht ihn einer an, dann fällt der, der die Rolle spielt, gleich um. Also die Marionette ist gleich weg, wenn man ans Wesen geht. Und wenn das wieder rauskommt, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das ist jenseits der Definition irgendwelcher Formen oder Begriffe. Das kannst du nicht mehr in Worte fassen. Und deshalb ist man eben oft sprachlos, ja, wenn man dem begegnet. Es ist einfach nur, wow. Erleuchtung ist nicht irgendwie etwas erkannt zu haben und darüber zu philosophieren, sondern es ist in etwas reinzufallen und nur noch überwältigt zu sein. Wow, das kann in Tränen des Lachens oder des Leides, das ist egal, es ist wie ein Orgasmus. Was sagen die Menschen, wenn sie kommen? A, O, fertig, Alpha und Omega. Anfang und Ende ist genau dieser Augenblick, wo wir nicht mehr denken können, weil es uns vollkommen erfasst. Ja, so kann man es auch formulieren. Ja, es ist überall auf der ganzen Welt diese Weisheit verteilt, aber verstehen tut man sie erst, wenn man sie kennenlernt, nicht wenn man sie hört, ja, oder weiß. Deshalb sagen wir immer, wir vermitteln kein Wissen, wir vermitteln Weisheit. Wir brauchen Wissen dazu. Aber wie macht man Wissen zu Weisheit? Indem man das, was man weiß, in eine Erfahrung bringt. Und durch die Erfahrung entsteht die Weisheit. Ja? Deshalb ist alles, was wir tun und raten in unseren Trainings, immer erfahrungsbezogen und individuell. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden eingehen. Wir haben nicht umsonst fast 20 Jahre gewartet, bis wir eine Online-Möglichkeit gebaut haben, die man alleine zu Hause machen kann, oder? Da haben wir uns echt überlegt, wie können wir das hinkriegen, dass sie es auch ohne persönliche Betreuung schaffen, in etwa dorthin zu kommen, wo es wirklich was bringt. Und erst seit kurzem haben wir dieses Konzept vollendet. Deshalb, wie du gesagt hast, gehen wir nach Konzept vor, weil wir sehen uns da in der Verantwortung. Wir kriegen was, jemand kauft etwas bei uns, dann möchten wir mindestens das Zehnfache zurückgeben. Sonst geht die Rechnung nicht auf. Eins und eins zu rechnen, Das ist Neurokortex, das ist schon längstens vorbei. Diese Welt existiert schon lange nicht mehr für mich. Ja? Ich mache so wie das Universum mit mir. Ich gebe einmal etwas ins Universum und es kommt tausendmal zurück. Du gibst einmal etwas mir, gebe ich es dir tausendmal zurück. Wenn du das bemerkst und denkst, oh, das ist geil, den kann man ausnützen, dann kannst du das tun, genau dreimal. Dann sage ich Stopp, aber dreimal habe ich Hoffnung, dass der andere es von alleine merkt. Und beim vierten Mal sage ich es ihm dann. Und dann ist das mit der Freundschaft meistens vorbei, oder? Aber ja, ich weiß nicht. Was will einer von mir stehlen, was wesentlich ist? Warum soll ich verletzt sein, wenn mich jemand betrügt? Es gibt keinen Grund. Ja, er hat ein Problem, er hat Angst, deshalb tut er das. Wie oft hatte ich Angst? Wie froh war ich, dass immer irgendwo einer war, der mich nicht verurteilt hat, nur weil ich aus Angst etwas getan habe. Die ganze Matrix hier ist auf Angst aufgebaut und auf Lüge. Erwarten wir denn da, dass irgendeiner ehrlich ist oder überhaupt sein kann? Prinzipiell mal schon nicht. Aber wir können dorthin kommen, am besten gemeinsam. Da war wieder sehr, sehr viel drin. Du hast ein großes Feld aufgemacht. Ich finde das immer so, wenn so ein Moment ist wie gerade, wo du dann so begeistert über die Sachen redest,
dann ist es so zum Greifen nah. Du hast über die Herzkammer gesprochen und wie das dann, wenn die aufgeht und wie wir uns dann verbinden und dass wir das gemeinsam so kreieren können. Und du hast auch vorhin über die zwei Welten gesprochen, die sich da auftun werden. Fühlt sich so an, als wäre das so nah und so einfach möglich. Und dann ist es so, dann in so Gesprächen, ne, dann denke ich, boah, jetzt ist es doch wirklich, ist es doch eigentlich schon Realität. Ne? Also in dem Moment ist es fühlt sich an, wie es ist doch da. Ja, es Ne? ist schon Wir da, leben ja, es ja, klar. Du ne? bist schon dort. Aber dann gibt es ja auch die Momente, wo man dann vielleicht direkt mit Menschen redet und arbeitet und dann, ja, dann ist es noch nicht da. Dann ist es halt noch verdeckt. Da gibt es noch so viele Programme oder Filter. Du hast jetzt auch von Filtern gesprochen, ne, in eurem Ja. Coaching, die dann halt das verdecken. Was Die würdest du lassen sich sagen? alle lösen. Das ist ja das Schöne. Die lassen sich lösen. Create the future. Ja, das ist das Gute. Das ist auf jeden Fall die gute, die Botschaft. Ein Modul, ein ganzes Modul, welches sich nur mit Bewusstseinsfiltern auseinandersetzt. Modul 4. Weil, wie du sagst, das ist das Wichtigste. Es ist ja nicht so, dass es nicht da wäre. Aber wir können es nicht durchlassen. Wir wissen nicht wie, weil wir es anders sehen. Ja? Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten. Ich trage die ganzen Filter und Blockaden und Muster in mir ab. Das ist das, was jeder kann, wenn er will. Oder für die, die so sind, jetzt sage ich mal, wie wir, ist es eine Entscheidung, uns fallen zu lassen. Und zwar in die tiefsten Abgründe, im Wissen, dass wir nie tiefer fallen als bis in Gottes Hände. Und dann sind wir angekommen. Aber das braucht enorm viel Mut, so wie du bist, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Er hat noch nie verlangt, du musst so oder so sein. Er hat nur gesagt, komm doch bitte. Das ist gut, da können wir kurz drauf eingehen, weil es gibt ja auch so diesen Satz, ich bin halt so. Und Ja. da ist so viel Verwirrung drin, weil das könnte man jetzt so und so deuten. Wenn man natürlich jetzt die Personalität sieht, ja, dann hängt man darin fest. Aber wenn man jetzt zum Wesenskern geht, dann ist es was anderes. Magst du kurz nochmal die beiden Begriffe erläutern? Weil da ist, glaube ich, so viel Verwirrung. Gerade wenn man das, was du sagst, wenn man das falsch versteht aus Sicht der Personalität, dann hat man einen ganz anderen Weg plötzlich vor sich. Ne? Es ist eine ganz andere Richtung abgedriftet. Ja, also wenn man gut zuhört, was der andere sagt, dann fällt einem auf, dass du gesagt hast, ich bin halt so. Und dieses Halt ist schon eine Geschichte für sich. Das heißt, ich weiß, dass ich nicht richtig bin, aber ich kann oder mag mich nicht ändern. Also gebe ich mich damit zufrieden. So ein Leben kann zufrieden werden, aber sicher nicht glücklich. Ja? Und wenn du nicht glücklich bist, kommst du nirgendwo hin, wo du hin willst, wirklich. Ich bin der Ich bin. Das stimmt. Und jetzt? Was bringt's? Wem bringt's was? So eine plattere Weisheit kann man gar nicht platter machen. Und sie wird in der esoterisch-spirituellen Gemeinde so hoch gefeiert. Ich bin der, ich bin jeder, der das sagt, ist schon ein Guru. Aber einer, der es erfahren hat, würde es niemals sagen. Ja? Du kannst die ganze Bibel lesen. Es steht nicht ein einziges Mal drin, dass Jesus pissen musste oder Zähne geputzt hat. Nix. Heißt das, er hat es nicht gemacht oder es war einfach normal? Ja, alles, was stimmt, ist so normal, dass man es eigentlich gar nicht erwähnt. Also, jetzt nehmen wir den Spiegel zu uns, beobachten uns selber. Was betone ich selber immer wieder? Aha, das sind genau die Dinge, die ich nicht wirklich glaube. Ich möchte sie glauben oder ich komme schon näher, aber ich bin es noch nicht. Also muss ich es werden. Indem ich diesen Zweifel und alle Überzeugungen, Ideen, Glaubensmuster, Vorstellungen, die mich daran hindern, einfach in das hineinzufallen, auflösen. Integration, und das heißt nicht wegschieben, so wie es die meisten machen, irgendeine Philosophie bauen, sondern das heißt integrieren, intern hineinnehmen, es zu einem Teil von dir werden lassen, weil alles, was wir von uns wegschieben, hindert uns, trennt uns, spiegelt uns eine Welt da draußen vor, die gar nicht existiert. Ja? Deshalb, wenn du alles integriert hast, ist auch diese Welt verschwunden. Ja? Weil du nichts mehr projizieren musst, wenn du alles anerkennst als deins. Das ist eine andere Geschichte, aber dieses
Ich bin so ist meistens eine Ausrede. Wäre logisch, bist du so? Wie solltest du denn sonst sein? Oder? Das ist sowas Banales, ich lache mich manchmal kaputt, wenn die das so ernst vortragen. Ja? Ich bin so und ich stehe eben zu mir, so wie ich bin. Und fertig ist es mit der Entwicklung. Weil es ist ja alles gut, so wie es ist. Mein letztes Buch, Bewusstsein schafft Realität, ist die Hälfte nur über spirituelle, esoterische Missverständnisse, wie man hohe spirituelle Weisheiten so banalisieren kann, dass sie niemandem mehr etwas bringen und es trotzdem nicht gelogen ist. Also ganz schlau eingefädelt. Ja. Alles ist gut, so wie es ist, oder? Ja, das ist nämlich so, das merke ich auch manchmal in Gesprächen, dass man plötzlich an den Punkt kommt, man ist sehr euphorisch und begeistert, so wie du gerade. Und man denkt, boah, jetzt wollen wir was verändern. Und dann geht das weiter und am Ende sitzt man nur noch da und sagt, alles ist doch gut, so wie es ist. Ja, okay, dann lassen wir einfach alles, so wie es ist. Genau, und das ist ja die Absicht. Dann war es das. Genau, und das ist die Absicht, um Leute wie uns ruhig zu stellen, oder? Aus dem Feld zu nehmen. Dann lassen sie uns glücklich sein, weil wir sind ja keine Gefahr. Aber eben, Weisheit bedeutet, zu wissen, dass alles gut ist, so wie es ist, von einer höheren Warte aus gesehen. Und hier bedeutet das eben nicht, dass es so bleiben muss, dass es nicht noch besser ginge. Ja? Das versteht jeder, der im Krieg ist, jeder, der krank ist, jeder, der Schmerzen hat. Es ist gut, so wie es ist, prinzipiell, aber es ist trotzdem scheiße und es tut weh und es wäre schön, wenn es weg wäre. Wenn wir jetzt einfach mal ehrlich sein wollen, ist es das, was jeder Mensch entdeckt, wenn er dort ist. Und es gibt Möglichkeiten, auch wenn alles schon vollkommen ist, es in seiner Vollkommenheit noch auszufeilen. Ja? Ein Rohdiamant ist vollkommen. Aber ist er nicht viel schöner, wenn er poliert ist und glänzt und geschliffen und dann vielleicht sogar an einem Ring oder aufs Stirnchakra geklebt oder so, was auch immer die Leute sich einfallen lassen, auf die Zähne genagelt oder was. Gott hat nicht ein einziges Mal gesagt, wir dürfen das, was ist, nicht verändern. Ja? Er hat nur gesagt, wir sollen es nicht kaputt machen. Und wir machen es ja nicht kaputt, wenn wir es lieben. Ja? Wir verschönern es. Ja, aber das ist eine Anmaßung. Du kannst doch etwas, was vollkommen ist, nicht verschönern. Wenn es Gott geschaffen hat, ist es genau perfekt. Ja, aber vielleicht ist das Schöne daran, dass er dir noch ein bisschen offen gelassen hat, dass du deins auch dazugeben kannst. Weil auch du bist eine Blume im Garten Gottes und dein Duft ist unvergleichlich mit allen anderen. Und jeder für sich alleine ist einzigartig und wundervoll und berauschend, wenn man ihn einatmet. Die Blume vergeht, dein Duft aber bleibt. Und das, was wir hier sind und hier verkörpern und hier leben, dass der das macht, der verschwindet wieder. Aber das, was wir aus der innersten Tiefe gemacht haben, das bleibt. Unser Duft bleibt. Das siehst du beim Meister Eimannhof genauso, wie lange er schon tot ist, aber was er erschaffen hat, die Essenz, die strömt, die kann man riechen. Was die Menschen jetzt daraus machen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ein Duft, eine Schwingung, die ins Universum hinausgelassen wurde, kann man nicht zurückholen. Ja? Es ist eine weitere Möglichkeit, der man folgen kann oder die man nutzen kann oder die man genießen kann oder die man bekämpfen kann. Ja? Nicht jede Nase riecht das Gleiche gern, aber es gibt für jede Nase einen Duft. Ja, das hast du wunderbar gesagt. Vor allem dieser Moment, mir ist es auch gerade nochmal klar geworden, das ist wirklich für mich eine große Motivation, zu sagen, lasst uns jetzt, egal was der Punkt ist, wo man immer wieder einreden will, alles ist gut, wir müssen weitermachen. Lass uns weitergehen. Und ich reagiere wirklich, wenn man diese Emotionen, das ist vorher angesprochen, für mich ist das so ein Punkt, der sich so aufbauscht und dann reagiere ich mit Wut darauf und diese Wut mündet dann darin, dass ich den nächsten Schritt gehe, auch wenn die Gruppe das nicht will. Das habe ich schon so oft in meinem Leben erlebt. Ich kann mit diesem Zustand, das ist so schön, das ist ja, was du hast es so schön gesagt, beide Ebenen. Man kann einerseits zufrieden sein und andererseits überhaupt nicht zufrieden. Und es ist kein Widerspruch.
Weil aus höherer Ebene ist es gut. Aber wenn das jetzt die höhere Ebene ist, dann wir sind hier in der Materie. Nein, es ist nicht gut. Wir müssen doch uns annähern und weitergehen und was machen. Und auch, wie du es gesagt hast, so schön Ich vorhin. kann dir vor lauter Glück gar nicht sagen, wie traurig ich bin. Ist nur die Frage, wo lasse ich mich jetzt ein, gerade im Moment? Aber diese Größe, diese Schönheit, diese Freude, die auf der einen Seite herrscht, je größer die wird, desto größer wird auch die Trauer auf der anderen Seite, dass andere es nicht haben. Ja? Ein Auge ist immer lachend und eins weinend, wenn du wach bist. Wenn beide lachen, schläfst du, wenn beide weinen auch. Deshalb sage ich, es gibt immer zwei Wege, weinen oder lachen. Nimm den dritten. Ja? Und das ist der in der Mitte, oder? Es ist ein schmaler Weg, da muss man mit so vielen intensiven Gefühlen umgehen können, von beiden Seiten her, um nicht aus der Balance geworfen zu werden. Das erfordert eben jahrelanges Training. Ja. Du gehst auch nicht heute in den Zirkus und machst einen Seiltanzakt aus dem Nichts. Ja. Zuerst übst du mal einen Zentimeter über dem Boden, zuerst übst du mal am Boden geradeaus pinkeln und dann geradeaus gehen und dann steigerst du dich, und so ist das in spiritueller Hinsicht eben auch. Es ist ein Training. Bei mir heißt alles Training, Bewusstseinstraining, Persönlichkeitstraining. Warum wohl? Weil dieser Weg, wo man möglichst wenig tun muss, dem die meisten natürlich gerne folgen, der führt nirgendwo hin. Das führt nirgendwo hin. Wenn wir uns gegenseitig immer nur Schulter klopfen, werden wir alle immer kleiner. Ja, verstehst du? Wir sollten uns in den Hintern treten. Ja, vorwärts gehen. Und diese Wut, das ist ein Treibstoff, oder? Ist nicht der einzige Treibstoff. Ja, aber es ist ein Treibstoff. Und zwar der Treibstoff für die, die an einem bestimmten Thema am Limit sind. Das gehört jetzt wirklich angeschaut. Dort, wo die Wut kommt, da ist was Gröberes an Verletzung, welches integriert und geheilt werden will. Vorher macht es das wahrscheinlich mit Wasserstoff und dann, weiß nicht, mit Raumenergie und dann mit Benzin und dann mit Diesel und dann mit Emotionen. Das ist dann der Raketentreibstoff sozusagen. Das Blöde ist einfach, je kräftiger, desto kurzfristiger die Energie und desto mehr Kollateralschaden. Ja, desto mehr Umweltzerstörung quasi oder Innenweltzerstörung. Wir sollten also nicht unbedingt immer wieder bei derselben Sache wütend werden. Das ist Energieverschwendung, ja. Realisieren, immer wenn dieser Punkt angesprochen wird, immer wenn ich diesem Gefühl nahe komme, explodiere ich. Was ist da los? Was ist da los? Das ist eine wichtige und gute Frage, auf sich selbst bezogen. Was ist da los? Was geschieht jetzt gerade? Und irgendwann kann man sich alle Fragen selber beantworten. Da brauchst du keinen Lehrer, keinen irgendwen, der dir sagt, wie die Sache läuft oder wie es ist. Natürlich hätten wir das alle gerne, auch ich. Aber ganz ehrlich, die Instanzen, die ich kenne, die mich raten können, haben mich immer so beraten, dass ich letztendlich selber finden konnte. Sie gaben mir nicht die Antwort, sie gaben mir weitere Fragen, bessere Fragen, die, wenn man sie sich stellt, eine Antwort provozieren. Ja? Nicht einfach nur, wer bist du? Ah, da ist keiner. Wer ist es, der fragt? Juhu, Satsang. Ja, Satsang, schon mal gehört. Satan. Satsang. Oh, Zufall. Naja. Aber weißt, ich meine, dieses einschläfernde Spirituelle ist überhaupt nicht meins.
Ich habe mal gemeint, dass es was war, wäre. Und es hat natürlich auch gewisse Dinge in mir zum Vorschein gebracht und entwickelt, keine Frage. Aber das ist noch lange nicht das Nonplusultra. Ja? Das Nonplusultra findet alleine in dir statt. Und wenn du bereit bist, bei dir hinzuschauen, wird sich alles zeigen. Dann brauchst du höchstens noch jemanden, der dir zeigt, wie man damit umgehen kann, was du gefunden hast, weil du findest viel Neues und kennst das nicht, weil du es immer umschifft hast. Und dann ist es wirklich gut, jemanden an der Seite zu haben, der sagt, jetzt damit kannst du das und das und das machen. Nicht jemand, der sagt, das ist falsch oder das ist richtig, sondern das ist, was ist. Jetzt stimmt's. Und jetzt nehmen wir es und damit können wir etwas tun. Wir können diesen Dünger in den Duft einer Rose verwandeln. Ich zeige dir, wie es geht. Der Gärtner zeigt dir, wie es geht. Das ist kein Problem. Und der Gärtner spielt sich auch nicht als Guru auf. Er kommt und sagt, schau mal, es funktioniert so im Universum und mit der Mutter Erde und dann kann man draufscheißen und dann kommt nächsten Frühling eine Rose und dann riecht die Scheiße wieder herrlich. Ja? So wunderbar ist das in der Natur gestaltet. Ja, warum scheißen wir denn alle ins Klo und alle auf einen Haufen und den ganzen Müll in eine Kiste und so weiter? Das kann nicht gut kommen, wenn wir das ansammeln. Wenn wir es immer transformieren würden, würde man auch nicht mehr Scheiße produzieren, als transformiert werden kann. Weil sonst überall anfängt zu stinken und alles fängt an zu motten und alles wird verfault und schlecht. Das ist wie ein fauler Apfel in einem riesenschönen Früchtekorb. Der muss raus, der muss transformiert werden, sonst macht er das andere kaputt. Ja? Bin ich noch beim Thema? Also, ich gehe einfach mit dir. Das ist kein Problem. Also, nee, also, ja, du hast gute Sachen angesprochen, auf jeden Fall. Wie wir damit arbeiten können, würde ich jetzt letztlich sagen. Also, gerade auch mit dem Thema Wut, was ich vorhin angesprochen habe, und diesen Mittelweg finden und einfach Bewusstsein für sich selber zu nutzen. Was ich schön finde, ist halt mit der Arbeit mit jemandem anderen, dass man halt diese Räume leichter aufmachen kann und da reinkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir im Gespräch bin, dann öffnen sich so Räume, die man dann einfacher betreten kann. Weil hier ist ein Feld und da kommt man dann rein und das ist alleine auf jeden Fall deutlich schwerer möglich. Ne? Und das ist ja auch, was du und Aline gemacht habt mit eurem Kurs zum Beispiel. Ihr öffnet verschiedene Räume, in die man eintreten kann. Und in diesen Räumen können wir dann arbeiten. Und das ist, also so sehe ich das heute in dieser jetzigen Zeit, eine der größten Möglichkeiten, die wir haben, dass so viele Bewusstseinsräume geschaffen wurden und die sind einfach da. Und das ist ein tolles Angebot. Den kann man einfach betreten. Den Raum, den wir jetzt hier geschaffen haben, der ist aufgezeichnet, den kann jeder mit uns teilen am Ende. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Kraft, über die ich sehr dankbar bin, über die Möglichkeit, dass wir das so einfach machen können. Und was ich dann denke, was es dafür braucht, und das ist ja das Schöne, letztendlich, da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, dass du gesagt hast, sich fallen lassen. Es braucht im Grunde ein, zwei Menschen, die in dem Moment einfach sind und zusammen etwas gestalten wollen. Mit so reinem Herzen wie möglich. Und dann wirkt dieser Raum. Und das ist so die Grundlage auch von dieser ganzen YouTube-Arbeit, die ich mache, dass man einfach, ich sage, wir kommen zusammen, treffen uns und gestalten diesen Raum. Die Worte sind letztlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Raum, was mitschwingt, dahinter, was dahinter ist. Und das ist so, wie ich das jetzt wahrnehme bei uns jetzt, oder bei dir, wie du das sagst. Und ich fühle das dann auch so, dass wir einfach sagen, hey, wir wollen einfach dieses Bild, was du hattest, diese Freude und dann diese Traurigkeit. Wir wollen einerseits die Freude haben, aber immer ist auch dieses weinende Auge. Es haben nicht alle. Und es wäre doch so schön, wenn alle Anteile mitgenommen werden, sowohl alle Anteile in uns, auch dann die um uns herum. Und auch das, was wir ja schon durchlitten haben, soll ja auch rein integriert werden. Also ist das bei mir auf jeden Fall eine große Motivation, dass ich denke, hey, ich selber will nicht nochmal dieses Leid, diese Einsamkeit und so weiter oder was auch immer so fühlen. Und ich wünsche auch, dass es in Zukunft einfacher geht, dahin zu kommen oder dass wir dann mehr gestalten können letzten Endes. Du hast gesagt, dieser Diamant, dass wir mehr schleifen können. Wie schön ist das, wenn wir einfach
qualitativ mehr Zeit in die Sachen investieren könnten, weil wir uns nicht mehr so abplacken müssen ganz am Anfang und so viele Hindernisse haben. Ja, das müsste eigentlich jeder verstehen, dass es für unsere Kinder das Schönste wäre. Sie könnten unbeschwert leben in einer gesunden, schönen, glücklichen Welt mit glücklichen Menschen. Aber dann kommen sie halt wieder und sagen, ja, du bist doch auf dem Helfertrip und lass doch die anderen in Ruhe und bla 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 bla. Ja, du hast es schön formuliert. Wer den Geschmack des Geistes geschmeckt hat, der will, dass es allen gut geht, auch wenn er genau weiß, dass es seinen Sinn hat, dass es nicht so ist. Aber er will es trotzdem. Die Intention, die Absicht hinter allem, was man tut, ist das Gute zu mehren. Ja? Geht hin und mehret euch. Ja, euch oder das, was uns ausmacht? Ich glaube eher das, was uns ausmacht. Wenn zwei oder drei in meinem Geiste zusammen sind, ah, dann entsteht etwas Drittes, wenn zwei zusammen sind. Du sagst Raum, ich sage Kraft, wo Inspiration fließen kann, die alle Beteiligten bereichert und immer größer ist als bloß die Summe seiner Teile. Ja? Das erlebt jeder, wenn er verliebt ist. Ja? Aber nicht jeder hat die Sehnsucht danach, wenn er nicht verliebt ist. Außer die, die an der Quelle schon gekostet haben. Ja? Und deshalb sind wir wahrscheinlich die Verrückten auf dieser Welt. Wir sind tatsächlich verrückt, weil wir haben einen ganz anderen Standpunkt, einen ganz anderen Blickwinkel. Und wir können zu nichts, was die anderen sagen, wirklich sagen, dass es falsch ist. Aber wir können zu allem sagen, dass es besser ginge und dass es immer eine Lösung gibt. Und wer bereit ist dafür, der findet uns auch. Schön, schön gesagt, danke. Das sind auf jeden Fall besondere Momente, wenn man sich so denkt, oder wenn ich so auch dalege und denke, dass sich die Inspiration, ich habe vorhin auch genauso gesagt, in mir verbreitet, einfach dieses ganzheitliche Gefühl, dass sich das in mir verbreitet und dass das einfach kollektiv so da ist. Also für mich ist es eine große Motivation, sich ständig wieder in unangenehme Situationen zu bringen, denn es gibt viele unangenehme Situationen in meinem Leben, wo ich immer sage, in letzter Zeit auch, ich stelle die einfach, weil ich weiß, dass es letztendlich weitergeht dadurch. Und es ist nicht angenehm. Es ist auch nicht angenehm gewesen, am Anfang in die Kamera zu reden und über diese ganzen Dinge zu sprechen. Und selbst jetzt ist es immer noch nicht so, ich habe so viele Freunde, die jetzt gerade die Sachen manchmal schauen, die noch nie mit mir so geredet haben. Die würden denken, Felix, du hast ja noch nie so mit mir geredet. Wer bist du eigentlich? Dass du das überhaupt kannst, mit Ja, anderen weil nicht wir reden, so aber dieses ja, reden. viele Ebenen. Also, ich habe mich letztes Mal wieder mit meiner Freundin so ein bisschen über die Jugend unterhalten, wie anders ich da war. Und mich hat auch gestern noch eine Jugendfreundin angeschrieben mit einem Problem. Die hat meinen YouTube-Kanal gesehen: Felix, du hast einen YouTube-Kanal und so, kannst du mir bei irgendeiner Sache helfen? Dachte ich, hey, wie kommst du denn darauf jetzt? Also, aber es ist absurd. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich jetzt sagen muss, das ist immer noch nicht so, dass es klar ist. Das ist immer noch eine Herausforderung. In dem Moment jetzt, wo wir hier zusammen sind, vergesse ich das völlig, ne? Aber allgemein, natürlich im Wachbewusstsein, guckt man so, was habe ich da wieder erzählt? Und ich bin so offen und ehrlich und das sieht dann am Ende jeder. Ich sage manchmal so, habe ich jetzt gesagt, manchmal muss man sich ja verstecken, so ein bisschen, in der Welt, ne? Dann kann man nicht alles sagen. Da habe ich so aus Spaß gesagt zu meiner Freundin. So, manchmal spiele ich einfach so, da verstecke ich mich. Ich bin nirgendwo so ehrlich wie auf YouTube. Aber ich dachte, oh mein Gott, eigentlich sieht das ja jeder auf YouTube prinzipiell. Aber es ist teilweise wahr. Ich bin teilweise echt, in der realen Welt kann ich nicht so offen sein wie hier auf YouTube, weil hier, oder im Internet, weil hier sind wir in einem anderen Feld oder in einer anderen Kraft. Wenn ich jetzt in der Welt bin, in einem Supermarkt und habe da irgendwen vor mir und der fragt, was machst du eigentlich? Dann kann ich nicht ernsthaft sagen, was ich wirklich mache. Dann würde das gar nicht verstanden werden. Ich könnte gar nicht ausreden. Ich könnte gar nicht mich so ausdrücken, dass gegenüber das wahrnimmt. Also sage ich dann, ja, ich mache dies und das so. Ich bin Coach. Zum Beispiel. Ja, weißt du, manchmal ist das auch eine Art Rücksichtnahme, weil wenn wir uns manchmal nicht zeigen, so im Alltag draußen beim Einkaufen oder so, oder im Smalltalk mit den Nachbarn,
die ja eh wissen, was du tust oder es wenigstens nachschauen könnten, wenn sie wollten, denen musst du ja auch die Möglichkeit geben, sich nicht damit zu konfrontieren, oder? Aber wenn du spürst, dass einer auf der Suche ist oder so, dann ist es was anderes. Oder wenn dich jemand fragt, ist es was anderes. Aber wir müssen es ja nicht jemandem aufdrängen, der noch nicht bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Und wenn wir uns zeigen, wie wir sind, sind wir für andere oft gefährlich, weil sie ja erstens sich durchschaut fühlen oder zweitens ihre Instanz angetriggert wird, die auch so sein möchte, aber Angst davor hat, es käme eben zu viel zum Vorschein. Ja? Und da müssen wir eben, auch wenn man Ausstrahlung, sage ich jetzt mal, wenn man Charisma hat oder so ein Sendungsbewusstsein irgendwie so, muss man vorsichtig und achtsam sein. Man muss die Energie auch zurückziehen können, wenn es angebracht ist. Und eben nicht immer nur strahlen. Stell dir vor, die Sonne würde jetzt jahrelang nur auf einem Fleck strahlen. Brutzel, brutzel, ciao, Sepp, oder? Das käme nicht gut. Und so müssen wir, und deshalb wird unsere Weisheit ja immer größer, dass wir sehen können, wo es Sinn macht und wo noch nicht. Wo es zu früh ist, verbrennt man die Erde, die sich jetzt gerade bildet, in die man später einen Samen setzen kann, der dann auch Chancen hat zu keimen. Aber auf eine Betonstraße zu säen, macht nicht viel Sinn. Ja? Ist nicht weise. Kann man machen, aber wer macht das schon, oder? Ja, ja, vor allem ist das für alle nicht zufriedenstellend am Ende und dann, ja. Ja. Ja, super. Also Bruno, ich danke dir für dieses Gespräch und ich freue mich auch weiter, mich mit euren Inhalten zu beschäftigen. Sag doch nochmal kurz, für alle, die jetzt bisher geschaut haben, wenn sie jetzt sagen, hey, Create Your Future, hört sich spannend an, ist eine coole Sache, für wen ist das was? Warum habt ihr das gemacht? Was war letztendlich eure Motivation zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin, du hast gesagt, ihr habt lange überlegt, das zu machen, lange gearbeitet an so einem Programm, was auch online funktioniert. Wie ist jetzt der Moment gekommen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt machen wir das, jetzt bringen wir das raus, jetzt fühlen wir uns so rein oder gut damit, dass es rausgehen kann? Ja, es ist gewachsen und wurde gepusht natürlich durch die gegenwärtige Situation da draußen in der Welt. Mhm. Einerseits mit dem Verreisen, andererseits mit dem Geldproblem und mit der Zeit und mit der Distanz und alles. Viele, auch wenn man krank ist und so weiter, schaffen es nicht mehr, irgendwo hinzufahren, um zu lernen. Oder sich mal wirklich eine Woche für sich intensiv Zeit zu nehmen, um an sich zu arbeiten, mit Begleitung und so weiter. Es gibt Leute, die schämen sich, es gibt Leute, die können nicht, es gibt andere, die wollen nicht, aber wollen trotzdem was tun. Und wir sind mit unseren Live-Trainings dermaßen, ich sage jetzt mal, jetzt schon 17 Jahre so erfolgreich, nachhaltig und wirksam, wie die ganze Technikmethode, die eigentlich sehr einfach ist, wie das alles funktioniert. Und wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben. Also haben wir eben lange darum rumgehirnt, wie das möglich ist. Und dann, durch den Druck der Krise, haben wir uns intensiv Zeit genommen, sind wochenlang zusammengesessen, um herauszufühlen, ob ja oder nein, ob es verantwortungsvoll ist und wie weit wir gehen wollen. Und dann haben wir das so gepackt, dass unser Free Spirit Home Training, welches wir Create the Future nennen, das Wesentliche übermittelt, natürlich viel mehr Material gibt als nötig, einfach auch, weil wir so viel Wissen haben, das wir gerne verschenken wollen, dass wir das einfach so in ein Maß gepackt haben, dass keiner sagen kann, für mich hätte es die Möglichkeit nicht gegeben. Ja, und wir haben ja auch drei verschiedene Pakete, also eins zum Reinschnuppern, das ist 297, glaube ich, das nennt sich Free Choice, und dann haben wir das Essential Power Pack, das ist dann 847, da hat es schon, weiß gar nicht, 4, 5 Module drin. Und Module heißt immer, da sind Videos drin, wo wir erklären, wo wir Beispiele machen, da gibt es
tolle Erklärungen manchmal, die wir einblenden. Da gibt es ein E-Book dazu zum Runterladen. Da gibt es eine spezielle Integrationsmusik, die extra im 432 Hz komponiert wurde für unsere Integrationsarbeit. Und da gibt es je zwei Podcasts pro Modul. Also es ist wirklich, man hat wirklich etwas dafür. Und das ist uns natürlich auch wichtig, oder? Wir wollen immer mehr geben, als wir nehmen. Und dann gibt es noch das Ultimate Pro, das ist das Gesamtpaket mit den 11 Modulen, plus das eine ist kostenlos, das erste, kann sich jeder übrigens anschauen, Link ist vermutlich unten. Ja. Schaut doch einfach mal auf unserer Seite um. Und für all jene, die glauben, spirituelle Geschichten, Bewusstsein, das müsste alles gratis sein, bitte achtet nicht immer nur auf den Preis, achtet auf den Wert. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die wir nicht verstehen, wenn es zu leicht ist, an sie heranzukommen. Versteht ihr das? Es gibt gewisse Dinge, gute Dinge, die nicht funktionieren, nur weil sie kostenlos sind. Nur weil der andere keine Vor aufbringen musste, nichts geben musste. Und unser Wesen weiß, dass solange es nichts gibt, oder nichts zu geben bereit ist, es auch nicht nehmen wird. Es wird alles anraffen, aber mit nichts etwas anfangen können. Es kann alles haben, aber nichts wird wirken. Ja? Also das nur so nebenbei. Schaut euch das an, schaut rein. Ich schaue gerade mal nach. Wir haben folgende Themen. Zuerst mal die kostenlose Einführung. Dann erklären wir, wie Integration funktioniert, wirklich nachhaltig und effizient. Dann geht es ums Thema Ängste, dann um die Bewusstseins- und Wahrnehmungsfilter. Dann haben wir Partnerschaft und Beziehung und natürlich auch Familie mit eingebaut, weil also Familie ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, unsere Kindheit. Da werden die ersten Traumata gelegt und die steuern uns den Rest unseres Lebens, ob wir wollen oder nicht. Also ist es auch drin. Und das Schlimmste für mich, Schuld und Scham. Ja. Scham ist sehr intensiv. Schuld geht eigentlich noch, aber im Zusammenhang mit Schuld stellt sich die Frage der Vergebung. Viele fragen sich, wie ich das schaffe, allen anderen vergeben zu können. Ich trage wirklich niemandem etwas nach. Aber mein Problem ist ein anderes. Ich kann mir selbst nicht vergeben. Daran arbeite ich zum Beispiel. Bei anderen ist es gerade umgekehrt. Aber eins ist sicher, wenn wir weiterschreiten wollen in eine höhere Dimension, müssen wir uns davon freimachen, irgendjemandem irgendetwas nachzutragen, weil sonst bleiben wir dort, wo der ist. Ja? Also, wenn ihr nichts macht und nichts bucht und nichts lernt, tut eins, vergebt allen. Und wenn ihr könnt, sogar euch selbst. Ich bin da noch dabei. Dann haben wir Gesundheit natürlich, Erfolg, Reichtum, glücklich sein. Wir räumen da mal auf mit der Idee, wer spirituell ist, muss arm sein und so weiter oder bescheiden. Bescheiden stimmt, aber bescheiden heißt eben nicht, dass man nichts hat, sondern dass man wenig braucht. Und je mehr du hast, desto weniger du brauchst, desto mehr kannst du geben. Solche Details. Und wie erschaffe ich mir Fülle? Auch finanzielle Fülle, ja. Sonst könnte ich jetzt nicht mit dir hier sitzen, mitten am Tag, dann müsste ich irgendwie arbeiten, oder? Aber ich arbeite schon so lange nicht mehr, ich könnte gar nicht mehr. Ich muss mich teilen, ich bin eine Zelle, die ständig am Teilen ist. Vielleicht bin ich spirituelle Krebszelle, die nie aufhört, sich zu teilen und zu verteilen und zu verschenken und Geschenke annimmt. Und ich kriege immer mehr, als ich eigentlich geben kann. Deshalb muss ich immer wieder geben, damit nicht zu viel angestaut wird. Und auch an Liebe. Es gibt so viele Menschen, die mich lieben. Es gibt auch viele, die mich hassen. Beide sind willkommen. Mit beiden kann ich etwas anfangen. Die Liebe kann ich verschenken und den Hass kann ich transformieren. Und das führt mich näher zu mir. Und eben, wenn man die Tools hat, dann geht das. Dann zum Schluss haben wir noch die Meisterschaft. Freiheit, frei sein und das letzte Modul 12 nennen wir jetzt Spiritualität, um dort ein bisschen Klarschiff zu machen. Das hieß ursprünglich aber anders. Es hieß das Gottmodul. Aber dann haben wir gefunden, dass das ein bisschen zu provokant ist für viele, dass sie dann denken, nein, komm, lass den Scheiß, oder?
Jetzt nennen wir es einfach das Spiritualitätsmodul. Aber es hat wirklich viel auch mit der Idee, Gott mit zu tun und was ist Gott für mich und wie komme ich dorthin. Ja? Also es hat nichts mit Religion zu tun, das will ich sagen. Ob es Jesus ist oder Gott oder Buddha oder Mohammed, das hat nichts mit Religion zu tun. Zumindest wenn es echt ist, nicht. Weil die ist immer erst danach gebaut worden. Religion heißt, sich zurückzuverbinden. Und das kann nur jeder für sich alleine, sich selber wieder an die Quelle andocken und die Schleusen öffnen und so weiter. Dazu brauche ich keine Rituale und keine, weiß Gott was, und schon gar nicht irgendwelchen Zehnten abgeben oder irgendwelche Kasteiungen. Und nein, das braucht es alles nicht. Das klären wir dann auf, sage ich mal. Es hat für jeden was dabei. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich bin extrem dankbar, dass du auch mit dabei bist und dass du dieses Training jetzt auch kennenlernst und mal schaust, wie es von zu Hause. Ich freue mich schon auf dein Feedback. Bin sehr gespannt, weil wir ja sehr ähnlich sind auch. Und ja, und ich hoffe, viele Menschen werden es kennenlernen, jetzt auch durch unser Gespräch hier, wofür ich übrigens sehr dankbar bin. Und ich muss sagen, Felix, wir kommen selten zusammen, aber wann, dann ist es intensiv. Und wir müssen überhaupt kein Theater machen und sagen, oh Bruder und so und so. Das braucht es nichts, wenn es stimmt. Wir müssen das nicht sagen und wer es nicht gespürt hat, ist selber schuld. Wir kommen vom selben Stern und wir merken es, weil wir fühlen. Und du kannst gerne, wo auch immer du gerade in deinem Leben stehst, dazukommen. Denn auch du, sonst würdest du uns jetzt nicht zuhören, kommst vom selben Stern. Also lass uns doch auch gemeinsam leuchten. Ja, wunderbar, Bruno. Dank dir. Schöne Worte. Also ich finde es immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Also wirklich eine große Freude. Und ich habe noch eine kleine Sache, die ich sagen würde, gerne, in Bezug auf eine Investition, die man manchmal tätigt. Also ich habe das jetzt letztens nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja gerne auch den Raum gebe, um auf Sachen, die, von denen ich überzeugt bin, dass die gut sind, darauf aufmerksam zu machen. Ich habe ja schon angefangen mit eurem Kurs, die ersten Module, und habe ja schon gesagt, das ist sehr strukturiert und sehr klar. Und ich habe in meinem Leben geschaut, was hat mir das gebracht? Und ich habe ihr ein Beispiel, das ist sehr markant. Und zwar habe ich einmal mir einen Online-Kurs geholt, der war sehr, sehr teuer, also mehrere tausend Euro. Und da habe ich wirklich letztendlich eine Information rausgeholt und da hat der Lehrer gesagt, wenn ihr diese Information nehmt und wenn ihr die in euer Leben umsetzt, konsequent, dann wird sich das gelohnt. Schon lohnt, hat sich schon gelohnt. Ja. Und das ist bei mir so reingegangen, da habe ich gedacht, boah, diese Information ist eigentlich keine so besondere. Aber dadurch, dass ich sie so ernst genommen habe und wirklich konsequent umgesetzt habe, ist das eine, die den Grundstein gelegt hat dafür, dass ich jetzt auch von meiner Berufung leben kann. Ja, und du hast den Wert erkannt. Das war ein Wert und der ist weit über mehrere tausend Euro, weil wenn ich davon leben kann, was ich liebe, dann kann man den Wert gar nicht in Geld definieren. Und das ist etwas, was es, finde ich, zu verstehen gilt und wovon auch man sagen kann, hey, gib das und Bruno wird mit dem Geld weitere tolle Sachen machen und weiterarbeiten. Und das einfach zu sagen, hey, es ist in Ordnung. Du hast gearbeitet, wir geben das, du hast dein Kinderhilfswerk, du machst so viele tolle Sachen. Lass uns zusammenarbeiten. Und letztendlich denke ich auch, lass uns wirklich so denken, dass wir irgendwie aus dieses Wirtschaftssystem meistern können. Dass wir denken, okay, wir sind alle in Ordnung, wir sind alle in Fülle und wir sind spirituelle Wesen. Aber wir leben auf dieser Materie. Lass uns doch auch hier dieses Wirtschaftssystem meistern. Lass uns tolle Häuser bauen, wo wir leben können. Lass uns tolle Veranstaltungen organisieren. Lass uns begegnen. Lass uns gutes Essen essen, gesund sein. Diese ganzen Dinge. Und lass uns das alles von Grund auf aufziehen und auch Menschen ihren Wert oder das Geld dafür geben, dass diese Arbeit vernünftig mit reinem Herzen machen können. Ich war damals auf dem Bau und da ging es nur darum, so schnell wie möglich diese Wand hochzukloppen. Mhm. Das ist doch kein Haus, wo ich denke, hey, das ist wirklich da für die neue Erde. Das ist ein Haus. Und ich denke, dass diese paar Minuten mehr, die man sich investiert, wenn man sich Zeit nimmt und sagt, hey, ich gebe jetzt auch ein bisschen Liebe damit rein, das ist der Wert,
des Hauses wird immens steigen, aber die Zeit, die wir da mehr investieren, ist nicht so viel. Und lass uns doch die Zeit nehmen und auch jetzt da reinschauen und das alles wertschätzen. So spontan. Für alle, die, weil es bringt einfach so viel. Für alle, die noch zweifeln an solchen Sachen, es bringt einfach so viel, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir es machen. Ne? Absolut. Es ist einfach zu schade, wenn man das alles nur abtut wegen irgendwelchen Glaubenssätzen, die einen hindern, den nächsten Schritt zu gehen. Und du hast es ja schön angetönt eigentlich, weißt du, wenn man die innere Fülle erreicht hat, ist das äußere System eigentlich egal, ob das jetzt Geld ist oder physisch oder digital oder weiß Gott was oder Gold oder Muscheln oder so. Innere Fülle funktioniert in jedem System. Das ist ja das Schöne. Also du wirst niemals untergehen, wenn du selber schon aufgegangen bist. Ja? Und manchmal reicht ein Wort, ein Satz, wie du gesagt hast, in einem teuren Training eine Seite gelesen und dann macht es plötzlich Klick. Da ist was durchgesickert und der Same wurde gesetzt und der hat sich dann relativ schnell wie Hanf ganz schnell gewachsen und schnell ausgebreitet und zu dem Rausch geführt, den man braucht, um zu checken, worum es wirklich geht. Und dann beginnt die Arbeit. Ja, aber dann macht die Arbeit Spaß. Dann baut man mit Liebe oder man macht das, was man mit Liebe macht. Und dann hat die ganze Geschichte, selbst wenn es dieselbe ist, eine ganz andere Qualität. Ja? Vor der Erleuchtung Holz hacken, Wasser holen. Nach der Erleuchtung Holz hacken, Wasser holen. Aber es sind zwei Welten, ja. Und das hast du schön mit deinem Beispiel gesagt, dass ja, wenn ihr fühlt, egal bei wem, bei uns oder wem anderen, wenn ihr fühlt, dass der kompetent ist, integer, ehrlich, aufrichtig und authentisch, greift zu. Das kann nicht zu teuer sein. Aber rennt nicht immer nur dorthin, wo alle hinrennen. Ja? Schaut in die andere Richtung, denn die Mehrheit, die folgt nie dem schnellsten Weg, weil der Fokus ist auf Genuss und nicht auf Lernen, Wachsen, an sich arbeiten und dann irgendwann vielleicht mal erwachen und dann merken, wenn du erwacht bist, oh, jetzt geht's erst los, ich habe noch gar nichts begriffen. Das ist das Erste, was du begreifst, wenn du anfängst zu begreifen. Nix. Du hast nichts gecheckt, wirklich null. Ja? Und das deprimiert. Und wenn du dann keine Möglichkeit hast, mit diesem Gefühl umzugehen, dann brichst du ab, dann brichst du zusammen, dann nennt man das eine spirituelle Krise. Ja? Das ist die Grenze zwischen Erleuchtung und Wahnsinn. Das halten nicht viele Menschen aus, die Erkenntnis, dass alles, was bisher war, eine Lüge war. Wunderbar. Dann danke und Bruno, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Ciao. Felix. Tschüss.